Hey Leute, willkommen zu einem neuen Part von uns bei ARK. Wir werden heute mal hier unseren Zaun ausbauen, weil wir ständig irgendwelche Wichsviecher in unserem Lager drin rumrennen haben. Wir haben gerade auch schon wieder gesehen, der Bigfoot will auch schon wieder rein, aber da guckt er jetzt dämlich, weil er nicht reinkommt. Müssen wir gleich hier noch weiter den Zaun hier rumziehen, ein Tor reinsetzen. Dann haben wir hier so ein schönes Gemüsegebiet gebaut. Da sind ja immer diese geilen Gemüsegebiet. Ja, Narkotikbeeren drin. Können wir mal direkt hier zu der Paste verarbeiten. Mal Gammelfleisch da rein, die Beeren da rein. Dann gehe ich mal auf Bigfoot-Jagd, mal gucken, ob ich den betäubt kriege. Oder du hast auch einen Bogen, ne? Wo ist deiner denn? Ich habe hier keinen Bogen. Doch, in der Kiste müsste einer liegen oder so. Irgendwo war einer. Ja, mag sein. Ich sammle aber Holz hier für die Zäune. Dann versuchen wir mal Bigfoot abzuknallen. Wenn wir zusammen mit diesen Pfeilen drauf schießen, dann müsste er eigentlich schnell runtergehen. Oder wir bauen Zäune, wie wir es vorhatten. Ja, ich will ja auch Bigfoot sehen. Rennt der da immer noch rum? Bitte? Bigfoot, ist er hier immer noch unterwegs? Ich bin am Holz hacken. Wieso hast du denn nicht hier links mitgenommen? Na cool. Was? Spike. Kannst du alles reinpacken. Du brauchst erstmal Steine, dann kriegst du nämlich dein komisches Tor da. Da sind aber auch Steine überall drin, ne? Hier. Ja, deswegen lock ich gerade zurück. Boah, ich bin schon wieder dehydriert. Oh fuck. Was denn? Hoffentlich schaffe ich das jetzt noch. Locker. Hier, für nur über 200 Steine hast du hier in den Schränken verteilt, ne? Ja, Wasser war mir jetzt gerade wichtiger und ich weiß. Dann zeig mal unser Babotor, was du hier aufbauen wirst. Da kannst du auch noch eine Tür reinsetzen, oder wie ist das? Ach, das ist doch völliger Rotz, Alter. Das sieht doch gut aus. Klasse denn. Das regt mich auf, dass das so seitenverkehrt ist. Ja, nur weil du Knick in Optik hast. Ja, sorry Mann, ich bin Maurer und ich achte da auch nur mal drauf. Das heißt, ich könnte nur, wenn ich noch ein anderes Tor davor setze, dann sieht das ein bisschen ästhetisch aus. Ach, um Gottes Willen. Wir müssen 10 Tore erstmal gucken, dass wir hier die Bandweite darüber kriegen. Nein, wir müssen auch gut aussehen dabei. Wo willst du denn jetzt gleich rumbauen? Ich baue jetzt hier gleich rum bis in die Dings hier rein. Ja, in die Steinbank. Ja, wenn du bis hierhin reinhaust, dann geht das ja, ne? Naja. Gut, okay, dann essen. Oh, ich muss pennen. Oder zumindest ausruhen. Macht denn hier meine Ernte? Was kann ich denn nochmal hier wieder? 13 Stück. Nummer 3. Sag mal, wieso hast du eigentlich so viel Scheiße hier drin? Und ich meine jetzt wirklich Scheiße. Ich weiß, das muss ich gleich im Beet verteilen. Damit meine Beeren wachsen. Hast du schon irgendwo Gammelfleisch? Nein, na, ich habe jetzt auch nur das runtergenommen, was ich esse. Ich will ja nicht so gierig rüberkommen. Boah, jetzt steht der mir im Weg hier, der Olle. Aber warte mal, sag mal, brauche ich da nicht sowieso? Müssen wir da nicht irgendwie so Tore reinbauen? Alles hier erstmal hier nebensächlich. Du willst, dass die Viecher hier nicht reinkommen, Alter. Das sieht schon mal geil aus, der Zaun. Du musst ja nicht hier. Komm, du kannst ihn auch einfach erstmal gerade weiterziehen, ne? Würde ich sagen. Bis zu dem Punkt hier. Und das denn? Dann ist der mit der hohen Mauer hier eben. Boah, ich bin froh, dass ich jetzt hier die Scheiße mit dem Gras hinter mir habe, ey. Ja, aber guck mal, die Tiere.
Die können ja trotzdem hier so drüber latschen. Dann ist die Sau hier drin. Ohne vernünftiges Tor können die sowieso hier durchlatschen. Aber das ist kacke mit dem. Ja, ich würde schon sagen, bis hier muss ja schon an Ecken der Zaun. Suchst du denn jetzt Metall oder was? Ja. Ja, ja, oder hast du alles? Ja, komm, wir fliegen eben schon. Lange Spitzhacke. Zum Berg dahin. Dann siehst du mal ein bisschen was hier von der Welt. Kann ich da nicht hinten drauf sitzen? Wirst du wohl fliegen können. Oh! Ist das hoch? Ah, ich muss mich jetzt auch so halbwegs orientieren, ne? Aber guck, dass du den nicht immer zu doll triebst, wegen der Ausdauer, sonst fliegt der einfach irgendwann runter und schmeißt dich ab, ne? Wenn dann gerade so ein Raptor in der Nähe ist oder so. Voll in die Sonne fliegen. Wie hast du die Dinger eigentlich gebändigt? Ja, du einfach nur mit so einem Narkotikpfeil drauf und dann schlafen die direkt. Einer reicht. Ach so, cool. Hier an den Dingern habe ich früher mal geguckt, ne? Da kannst du irgendwelche Bosse beschwören, wenn du gewisse Sachen da reinschmeißt. Wo, bei diesem Obelisken da? Jetzt muss ich nur überlegen, wo war der Berg, wo was drauf war? Mal da ausprobieren irgendwo. Irgendwo in der Nähe gab es so Metallvorkommen. Ich weiß nicht, ob die das hier sind. Sieht nach normalen Steinen aus. Boah, die Sonne ist echt mies, ey. Deine Ausdauer lädt nur am Boden auf? Ah, auch so. Ja, warte mal, ich muss eh mal kurz. Ich geh mal hier in die Mitte rein, bei diesem Obelisken da. Muss man eben auf der Karte gucken. Er soll jetzt nicht abbauen, der Olle. Jetzt folgt er mir. Okay, jetzt haben wir eigentlich ein ganzes Stück zu dem Metallberg. Bist du eigentlich auch in meiner Nähe? Ja, oder bist du ja? Ja. Cool. Warte, der lädt meine seine Dings nicht wieder auf. Ich hab keinen Bock, gleich runtergeschmissen zu werden. Nein! Was zur Hölle? Ach so, okay. Was machst du schon wieder da für ein Urt? Ah, jetzt hat er wieder voll Energie. Ja, ich glaube, das davon ist der Stück gerade aus da. Bist du noch hinter mir? Ja. Jo, hier ist das. Diese Steine da hier oben auf dem Berg. Siehst du nicht, wo ich bin? Hier gibt's auch Kristalle. Hä? Ja, aber du wirst mir jetzt gerade in der Position nicht angezeigt. Ich flieg nochmal ein Stück zurück. Ja, pass auf. Du wirst mir angezeigt, du läufst aber am Boden rum.
Wie sieht's jetzt aus? Weißt du jetzt, wo ich bin? Ah, okay, ja, jetzt sehe ich dich. Aber du läufst trotzdem, du läufst in der Luft, deine Animation vom Dino ist weg. Und der Berg hinter mir, da, wo der einzelne Baum drauf steht. Was soll das? Ist runtergefallen, oder? Also ich bin 33 Meter von dir weg. Und ich komme. Siehst du mich? Na, ich sehe verschiedene Flugmounts, aber ich glaube dich nicht. Also du bist an einem Wasserfall. Welcher Wasserfall? Ja, dann ist das gerade. Warte, ich flieg nochmal zu dem Obelisken da zurück. Jo, an dem Obelisken bin ich jetzt. Ja, ich komme gerade wieder zurück dahin. Komm mir mal entgegen. Also gegengesetzt vom Camp. Du bist jetzt zum Obelisken gerade, ne? Ja, jetzt sehe ich dich auch. Jetzt einfach nur geradeaus durchfliegen. Genau in die Sonne rein. Ja, okay. Ach, scheiße. Jetzt geht meiner runter. Ah, meiner könnte aber auch. Aber ich könnte auch mal was fressen. Oh Mann, und was trinken vor allem. So, können wir weiter? Hast du deinen auch Folgen gemacht? Nicht, dass der dir nachher wegfliegt, ne? Jo, dann beginnen wir uns mal hier mit unseren neuen Eisenmetallspitzhacken, ne? Und Äxten auf Holzfällertour. Ist nur ein Dino mit? Hey, du kannst ja noch den anderen mitnehmen. Oh, jetzt bin ich auch schon aus der Basis raus. Ich dachte, du hast ihn mit. Ah, einer reicht ja erstmal. Ach, ist die schön am Glänzen, ne? Und ich glaube auch, dass ich hier ordentlich dran rauskomme. So, hier den anpfeifen, wie die auch in der läuft. Gut wäre, wenn die selbstständig so ins Lager gehen, da wegbringen und wiederkommen. Ja, das wäre cool. Muss er denen auch beibringen. Die Mauer, die frisst aber auch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Holz brauchen dafür. Das hier gerade mal die erste Schicht, ne? Ja, ja, klar. Okay, dann brauchen wir das Fundament aber auch nicht mehr. In dem Fall hast du recht, ja. Der Schaum schleichen. Ich glaube schon fast voll. Ein Dino? Ja. Ich geh auch gleich wieder. Ja, 70, 80 kann er noch tragen. Hier meine 100. Oh, ich bin dehydriert, scheiße. Ich gehe mal schon mal wieder Richtung Lager, ne? Bin noch ein paar Bäume unterwegs mit. Ja, du musst mir glaube ich gleich mal eine Wasserflasche machen. Aber Leder liegt noch in der Werkbank, wenn du brauchst. Ja, Dino kommt normalerweise so mit. Ja, der rennt einfach hinter mir her. Nee, tut er gar nicht. Ja, so musst du anklicken, ne? Der bewegt sich aber nicht. Ach, sag mir nicht, dass der überladen ist. Hast du da noch was reingepackt? Ich hab gar nichts reingepackt, der ist aber überladen.
Okay. Ich kann auch noch ein bisschen was nehmen, ne, wenn du überladen bist. Kann es sein, dass du gerade auf den drauf saßt? Gerade, ja. Ja, es ist klar, dass er dann überladen ist, ne, wenn du auch noch mit deinem Fett. Nein, davor schon. Ich habe mich gerade draufgesetzt, ja. Aber hatte nichts damit zu tun. Er denn da? Kommt der jetzt durch? Der rennt aber drüber, ey. Sag mal, das Holz hier einfach nur in den Links rein. Jo. In die Kiste. Gut, da kommt schon wieder einer rein spaziert, ey. Aber checkt er jetzt irgendwie nicht, dass er hier durchgehen soll? Also kann ich mich nicht bewegen. Mühselig, tut das hier vorarbeiten nicht so. Gleich hat er es geschafft. Jo, endlich. Endlich wieder hier angekommen. Holz, 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 Holz. Alien. Nimm's hier raus, aber eben. Packst du hier sofort eben rein. Bin ja gleichzeitig auch noch am Craften. Da schon ein Tor gebaut, mit die ganzen Tiere nicht noch reinlaufen und rauslaufen. Ein Tor? Ach so, nee, ich habe das auch noch gar nicht gefunden. Hier neben den Getaway oder wie das hier heißt, ne? Gibt's eins, das heißt einfach nur Dino Door oder nee, Dino Gate. Warte, ich muss gleich gucken. So, jetzt habe ich ja gut Wände. Probier mal direkt raus, ob das geht, die übereinander zu setzen. Ja, mach ich sofort. Komm mal zu unserem Dino-Tor. Sofort. Ich bin ja mal gespannt hier, ne? Wer da ist nicht. Da ist er hier, ne?
Also aus Stein würde mir das besser gefallen, kannst du sagen. Ja, was meinst du, wie lange das gedauert hätte? Das reicht vollkommen. Ich würde sagen, so drei Wände hoch, wie das ist, reicht, ne? Ja. Ich würde sagen, aber zieh erstmal da hinten weiter, die Linie lang, oder fehlt dir dafür Fundament? Nö, Fundamente habe ich noch ein paar. Ja, das kann ich sowieso erst machen, tagsüber. Deswegen, Gott, aber hier liegt noch Fundament aus, sehe ich gerade, ne? Ja, da liegen, mag sein, dass da noch zwei, drei Fundamente liegen. Ich würde sagen, also bis zum Berg durchziehen einfach und dann hier vorne wieder irgendwo anfangen. Ja, aber also die eine Seite ist fast schon mit dreien voll. Ah, sieht schon ziemlich geil aus. Bin ich abgeschottet vor den Nachbarn hier. Ja. Hier ist erstmal hier noch so ein Beet zaubern. Oh, hier noch hier. Aber so, wie gesagt, hier macht das hier an der Wand. An dem Haus haben wir nicht das. Das bauen wir aus. Nicht, dass wir da wieder alles umbauen. Ah, da steht jetzt eh schon das Bild. Wir können ja die andere Seite ausbauen. An dem Haus jetzt die andere Seite. Ja, zur anderen Seite hin, weil da ist ja eh jetzt schon die B-Reihe. Ja, das ist doch Schwachsinn. Ich will das breiter bauen. Kann man ja. Da kann es hier so stehen bleiben einfach. Das ist ein Riesenteil, Alter. Ja, deswegen würde ich es hier an den Dings bringen. Ah, ich baue hier meinen kleinen Garten. Wie viele Setzlinge kann ich hier überhaupt hier reinziehen? Ein nur, oder was? Ist das dir ein Ernst? Hier brauche ich so ein riesen Ding. Egal, jetzt mal anfangen zu düngen hier und zu wässern. Ah, ich gehe noch ein bisschen auf Holzsuche. Ja, komm ich mit. Ja, alles so ein bisschen, also Leben und Nahkampf, ne, und Standhaftigkeit. Ja, wie geil. Cool, ne? Das funktioniert oder was? Das ist auch eine Tür? Ja, ne? Ja, versuch mal durchzugehen. Geil, ne? Du kannst durchkriechen, das geht. Okay. Voll blöd. Oh, ja, ich dachte nur so, das wär ganz cool. So, ja, musst du Dino-Tür aufmachen. Boah, ist ja am Schleichen, Alter, der ist so überladen, ne? Was ist noch drin, Holz? Ja, klar. Ja, dann lass mich das gleich nochmal eben wegcraften hier, dann mach ich da noch ein paar Wände. Ich muss hier noch ein bisschen drehen, damit da reinkommt. Warte mal kurz, bleib mal stehen. Bin doch komplett leer. Ah, es geht schon wieder. Packen wir das mal da alles hier in die Box rein. Schnell, dass du die Tür zumachst hier, damit nicht wieder hier die ganzen T-Rex reinkommen. Aber wir können Bigfoot gut hier, ne? Was können wir? Der kommt ja nicht hier durch. Nee, aber ich will jetzt hier trotzdem erst hier die Fundamente von dem Haus hier. Hier rennt der hier rum. Dann locken wir ihn hier zur Tür hin und können den abballern. Natürlich ist das möglich. Theoretisch. Praktisch haut der uns alles hier kurz und klein. Ja.
müssen wir die Schränke drumherum bauen. Oder reißt du hier einfach nochmal ab und dann einfach komplett in die Richtung hier ziehen. Warte mal. Guck mal hier, siehst du, dieser Homo, ne? Der rennt die ganze Zeit unseren hier rum. Ja, Homo. Wie machen wir das mal platt hier? Komm, ihr sollt mir alle hier folgen. Rasten die gleich hier alle wieder aus. Die fliegen irgendwo kreuz und quer nach dem Angriff. Da ist er doch. Guck mal, wie die den alle jetzt fertig machen werden. Das ist Teamwork. Hier hinten ein Stück müssen wir auch noch zumachen, ne? Ich will jetzt nicht um die Schränke drum rumbauen, das sieht scheiße aus. Na hier! Ach, ein Fundament brauchen wir noch, was? Wo? Hier auf der Seite, hier muss ja auch noch ein bisschen zugemacht werden, ne? Ja, können wir auch noch machen. Aber das nächste Ziel wird sein, was ich hier habe, die Wände noch mal eine Stufe höher ziehen. Und noch ein Fundament kriegt es. So, ich hab dir hier freie Bahn gemacht. Also das Holz ist im Übrigen weg, ne? Hier habe ich 5 Stunden gefarmt. Ich brauche noch 5 Holz. Ja. Gucken wir, ob irgendwo was verteilt ist. Ich glaube, im Lagerfeuer war noch was, oder hast du es kaputt gemacht? Das habe ich kaputt gemacht, weil ich drüber bauen musste. Wo soll ich denn jetzt mein Fleisch grillen, ey? Müssen am besten hier vom Schrank setzen wir gleich ein neues hin, da können wir eh nicht lang bauen. Kannst du direkt am Strand machen, das ist ein bisschen romantischer. Ja. Was ist das denn hier? Wir werden angegriffen von irgendeinem Alienstrahl. Hä? Ist das nicht hier der grüne Strahl? Ach so, nein. Ja, geh mal dahin. Ich glaube, auf Level 20 droppt da was. Ja, ja. Nein, das ist wirklich was. Es sieht nicht so aus, als ob da irgendwas wäre. Doch, da oben an diesem. Das muss ich kaputt hauen oder was? Ach, du willst immer alles kaputt hauen? Nein, da kannst du irgendwie. Oh, was hast du jetzt da rausgeholt? Ich hab da was rausgeholt, was ja. Aha, nee, das soll ich dir nicht. So, ich geh jetzt raus, tschüss. Blueprints. Ah, hier ist was für dich. Warte. Weißt du ja nicht, was du gemacht hast? Doch, ich weiß, was ich gemacht habe. Das ist ein Sattel, den kannst du dir jetzt craften. Nicht jetzt, den habe ich jetzt. Das ist ein Blueprint. Ja, ja, klar, sicher, du hast den dann. Brauch ein bisschen Leder für und. Toll. Den kann ich auch so craften, den Trike. Sattel. Ja, aber der ist so eine besondere Farbe dran. Ja, der wird wohl was Besonderes haben. Guck mal auf die Werte.
hier alles zuschließen. So, ich bin jetzt aber raus. Jo. Wie ist denn, ne? Was? Wie ist die Tage mal? Jo. Hör auf damit. Ja, toll. Kaputt gegangen? Ach Gott, du bist doch so dämlich, Alter. Jetzt ist mein Brustpanzer. Du sammelst mir einen neuen. Oh Mann. Oh Mann. Ja, dauert noch. Ja, leg mal in die Deckbank rein, dann kann ich ihn reparieren. Ja, jetzt bin ich raus. Pech.